Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu den neuesten Trash-News. Ja, heute nicht mit dabei, Kater Luke. Wir haben ja Sonntag und da jammern die Katzen heute mal nicht. Wobei, einige Katzen jammern. Das werden wir uns heute mal anschauen und ich werde euch berichten, was es so Neues gibt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du eingeschaltet hast und ich möchte dich herzlich einladen, auch diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Es gibt ein Statement von Iris Klein, denn das Gerücht, sie wäre mit German Jackman, dem Jan Schick, dem Wolverine, gedatet, hat sich jetzt wohl dann doch zu sehr hochgestaut, denn selbst die Bild, man möchte meinen, wir haben keine anderen Schlagzeilen, hat darüber berichtet. Und Iris Klein hat wohl gemerkt, oh, ihre inszenierten Stories mit German Jackman haben den Kessel wohl zu sehr kochen lassen. Entsprechend gab es ein Statement und hier hat sie gegen alle Hobbyjournalisten geschossen, unter anderem wohl auch gegen mich. Ich hätte wohl keine anderen Hobbys als ihr Leben und ich werde euch hier gerne mein Hobby zeigen, beziehungsweise ich werde euch gerne zeigen, was ich hauptberuflich mache, denn das interessiert den einen oder anderen auch und diese Vorlage, die nutze ich doch, um einfach ganz kurz auch etwas von mir zu zeigen. Freunde, es wird super spannend sein. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ach halt doch, nein, da ist mir was eingefallen, das muss ich euch ja zeigen. Meine liebe Trash-Reporterin Daniela hat etwas für mich rausgefunden und das will ich euch vorab mal zeigen, denn naja, Iris Klein hat natürlich das alles vermutlich nicht ganz ohne Grund gemacht. Wir zitieren hier von Iris Klein Mama und schauen uns doch mal dieses T-Shirt an. Ja, was haben wir denn da? Folgt dort bald ein kleiner Rabattcode. Iris Klein trägt hier ein T-Shirt von der Firma von... ja, Wolverine, Jan Schick, das ist ein T-Shirt aus seiner Modemarke und glaubt ihr mir nicht, könnt ihr mir aber, denn zack, und das hat die liebe Daniela für mich rausgefunden, schaut mal hier. Hier könnt ihr die T-Shirts kaufen mit entsprechendem Aufdruck. Es ist genau das T-Shirt von Edel und Schick. Das heißt, Iris Klein hat es hier geschafft, indirekt unterbewusst, nicht gewollt oder gewollt, das kann ich euch nicht sagen, Werbung zu machen, indem sie dieses T-Shirt getragen hat. Vielen herzlichen Dank, liebe Iris. Damit hast du auch wieder bestätigt, dass du vermutlich hier das alles doch so ein bisschen bewusst in den Vordergrund gestellt hast, um diese Modemarke zu bewerben. So wie wir es in meinem Video von heute Morgen schon angenommen haben. Ich verlinke euch das Video, zack, einmal hier oben. Ja, naja, und das war schon alles sehr amüsant, denn selbst die Bild hat berichtet das, und das zeige ich euch mal ganz kurz, Iris Klein wohl einen neuen hat. Und selbst wenn wir Hobbyjournalisten hier von ihr wohl getäuscht wurden, hat selbst die Bild sich täuschen lassen. Und hier ist der große Sonntagsartikel, ist er ihr neuer. Er sieht aus wie ein Hollywood-Star. Bild weiß, mit wem sich die Katzenberger Mama getroffen haben soll. Und hier ist der große Artikel. Wir gehen den einfach mal ganz schnell durch. Ich zeige euch so ein bisschen die Bilder, die ihr aber auch alle bei mir auf dem Kanal schon gesehen habt. Das ist Tatsache nicht das Neueste. Und das ist ein bisschen lustig, dass die Bild hier Informationen hinterherhängt, die wir schon vor anderthalb Tagen besprochen haben. Aber ja, die Bild hat sich genauso täuschen lassen wie wir. Fragwürdig ist nur, warum die Bild diese inszenierten Geschichten aufgreifen und nicht mal über die Opa Gernot Geschichte sprechen, denn das ist, glaube ich, das, was wirklich interessant ist, aber hier scheint die Bild doch eher über das Privat-Dating-Leben von Iris Klein zu berichten, wie wir Hobbyjournalisten es ja auch tun. Von daher kann man natürlich hier der Bild auch keinen Vorwurf machen. Aber ihr seht, es sind dieselben Bilder, die ihr bei mir auch schon gesehen habt. Hier haben wir ihn nochmal und ich muss euch, also meine persönliche Meinung, ich finde, er sieht null aus wie Hugh Jackman. Also dieses Seitenprofil gerade, also der Bart ist so wie bei Wolverine, aber ich finde von der Stirn bis zur Nase und der breitere Mund, also ich sehe hier keine Ähnlichkeit mit Hugh Jackman, aber mein Gott, ich bin jetzt auch kein großer Hugh Jackman-Fan, von daher ist mir das ziemlich egal. Aber ja,
Hier, wie gesagt, hier sind die Bilder. Das habt ihr alles schon bei mir gesehen. Deswegen brauche ich hier auch gar nicht das Video künstlich in die Länge ziehen, indem ich euch das hier alles vorlese. Es sind dieselben Informationen, die ihr auch auf meinem Kanal gefunden habt. Das gesamte erste Video dazu verlinke ich euch einmal jetzt hier. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Also da war die Bild ein bisschen spät dran. Und dennoch hat dieser Artikel wohl dafür gesorgt, dass Iris Klein sich jetzt dann doch ein bisschen dazu gezwungen gefühlt hat, sich dazu zu äußern. Denn Jan Schick, also Wolverine, also Hugh Jackman-Double, ist ja selber verheiratet. Auch das habe ich euch erzählt. Und ich glaube, vielleicht ist ihm das dann alles ein bisschen zu heiß geworden. Und entsprechend hat Iris Klein etwas gepostet heute Morgen. Und das zeige ich euch mal hier. Nämlich ein Statement. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von pinken Statements und lese euch einmal vor, was Iris Klein hier in ihrem öffentlichen Instagram-Profil gesagt hat. Guten Morgen! Bezüglich meines Dates seid ihr alle auf dem Holzweg, denn wie ich bereits gesagt habe, werde ich ihn erstmal nicht zeigen und wenn ich mit Leuten Party machen gehe, heißt das nicht, dass diese meine Date sind. Sie meint vermutlich meine Dates sind. Also bleibt mal alle wieder locker und glaubt nichts, was die Presse oder möchte gern Journalisten schreiben, die kein anderes Hobby außer mein Leben haben. Ach so, ich habe jetzt wieder Spaß an Leben. Dicken Kuss an alle, die mich mögen. Ich schaue auch nur auf mich und nach vorne. Ich habe sehr viele Wochen mit Trauer und Tränen verbracht und habe ich jedes Recht, mein Leben wieder genießen zu dürfen. Zitat Ende. Und da ich ja sehr viel über Iris Klein berichte, denke ich, dass sie auch mich als Hobbyjournalist meint, denn auch mein Video hat fast 20.000 Aufrufe zu dem Thema. Und liebe Zuschauer, nein, ich bin kein Hobbyjournalist. Tatsache bin ich Autor und Verleger und Geschäftsführer des Pelletier Verlags und habe hier vor kurzem erst ein neues Buch veröffentlicht. Ich blende hier einfach mal provisorisch auch Werbung ein, damit ich mich hier auf einem sicheren Weg befinde. Habe hier das Buch Darren Elity und das Geschäft der Kuriositäten kürzlich veröffentlicht und hier in meinem Buchshop findet ihr unter anderem auch andere Autoren und natürlich auch viele Bücher von mir selbst. Also hier, ich hätte nichts anderes im Leben zu tun, ist natürlich Quatsch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel Freude dabei, hier mit euch über auch Iris Klein zu sprechen. Ich verlinke euch den Verlag hier unter dem Video. Schaut euch gerne um. Vielleicht ist ja das ein oder andere Ostergeschenk mit dabei. So, das erstmal jetzt zu mir und meiner Person. Ich glaube, nach über 2 Monaten Berichterstattung war es vielleicht auch mal an der Zeit. Oh, ich habe ja aber einen dicken Katzenhaarknödel an meinem Pullover. War es auch mal Zeit, auch dass ich mal kurz euch sage, was ich eigentlich mache. Ich will jetzt aber hier, und das habt ihr ja gemerkt, ich habe 2 Monate meinen eigenen Verlag auch gar nicht erwähnt, weil ich wollte nicht hier die Klicks nutzen, um dafür Werbung zu machen. Aber in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das passt ganz gut und wir können das aufgreifen. Aber wir müssen noch etwas anderes aufgreifen, denn auch Jenny Frankhauser hat heute Morgen eine Story hochgeladen und sich geäußert, wie sie eigentlich zu dem ganzen Problem unter anderem auch mit Yvonne Wölke steht. Und das will ich euch dann doch noch mal ganz kurz zeigen, denn ich glaube, das ist für den einen oder anderen doch ganz interessant und dient der Geschichte der Vollständigkeit halber auch ziemlich gut. Wir schalten mal rüber zu Jenny Frankhauser. Hier hat sie wohl eine Nachricht bekommen. Wie hältst du das aus? Deine Mutter wird ja den ganzen Tag von dieser Yvonne, soll das heißen, provoziert. Für wen hält die sich? Ich weiß nicht, ob diese Frage wirklich aus der Community gekommen ist oder ob die liebe Jenny sich das vielleicht sogar selber geschickt hat, um es denn dann als Frage öffentlich zu besprechen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich bin mal gespannt, was sie zu sagen hat. Wir zitieren natürlich hier vom offiziellen Jenny Frankhauser Instagram-Profil. Guten Morgen. Ich werde gleich unter die Dusche springen. Ich habe heute Haferstark. Ja, die Nacht war wieder um 5 rum. Und ich bekomme ganz viele Fragen wie diese. Alle Fragen. Und dazu kann ich nur sagen, also wird ja schon geschrieben, das geht den ganzen Tag so. Aber ja, ich bin froh, dass sich meine Mama dann nicht mehr provozieren lässt. Doch, und tut sie. Sich auf sich konzentriert. Nein, tut sie nicht. Und genau, ihr geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Da sind wir alle ganz glücklich drüber. Mhm. Und ja, dieser Person kann ich nur raten, sie soll sich doch auf ihre neue Beziehung konzentrieren. Und ja, genau. Es einfach sein lassen. Also ist doch unnötig. Das interessiert niemanden. Und ja, so viel Wut. Ja, mehr hat sie auch nicht zu sagen gehabt. Yvonnes neue Beziehung. Eieiei. Wenn das mal nicht auch Rufmord ist, wenn sie hier behauptet, Yvonne Wölke sei mit Peter Klein zusammen. Sie hat Peter Klein jetzt nicht in den Mund genommen.
Aber sie hat hier ganz klar gesagt, dass Yvonne Wirk eine neue Beziehung hat. Und wenn das auch nicht der Wahrheit entspricht, eieiei, liebe Jenny Frankhauser, ich dachte, wir mischen uns da nicht mehr ein. Auch darüber haben wir mal gesprochen, aber anscheinend mischte sich wieder ein. Sehr interessant, hat mich sehr unterhalten, als ich das gefunden habe. Ja, meine Lieben, das soll es heute gewesen sein. 3 Videos habt ihr von mir heute schon bekommen. Ihr solltet auf jeden Fall auch das Video von heute um 11 Uhr noch einmal reinschauen. Das verlinke ich euch hier. Denn Peter Klein hat einen neuen Job. Und darüber haben wir hier auch gesprochen. Ein sehr, sehr interessantes Video. Schaut, wie gesagt, dort gerne rein. Ansonsten werden wir uns morgen hier wiedersehen. Morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Und dann werde ich euch natürlich die Trash-News, die ab jetzt bis morgen früh geschehen sind, hier zusammenfassen, damit ihr auch gut vorbereitet in die neue Woche starten könnt. Ich freue mich da sehr drauf und werde euch auch morgen wieder 3 Videos am Tag bescheren. Ich verabschiede mich jetzt. Tatsache ist mein Tag heute nicht zu Ende. Auch ich werde arbeiten. Nein, meine Welt dreht sich nicht nur um Iris Klein, meine Welt dreht sich um den Pelletier Verlag, meine eigene Firma, um die ich mich natürlich auch kümmere, und das alles hier mache ich nur aus Spaß, ehrlich gesagt. Ich bin seit über 4 Jahren im Social Media schon tätig und habe diese Iris Klein Bubble erst vor 1,5 Monaten aufgegriffen, weil es mich unterhalten hat und ich gemerkt habe, es interessiert auch die Zuschauer, und natürlich ist das für mich auch sehr, sehr interessant, wenn auch ich neue Leute hier kennenlerne und Videos darüber produzieren kann. Es macht hier sehr viel Spaß, und wie das hier alles so weitergeht, das entscheidet nicht ich, das entscheidet ihr, nämlich die Community, und das ist das, was ich auch immer wieder sage, denn ich empfinde Dankbarkeit für jeden, der sich hier meine Videos anschaut, denn wenn ihr nicht meine Videos schauen würdet, würde es von mir kein Content geben, weil es würde keiner gucken, ganz logisch, und dieses Versprechen, welches ich euch gebe, für euch Videos zu produzieren, dieses halte ich natürlich auch ein. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, macht es gut und bis bald. Pelletier Verlag, schön, dass es dich gibt.